Im ersten Video zum Thema CSS Grid soll es nur um ein Thema gehen, nämlich, dass es einfach ist, mit CSS ein Raster-Layout herzustellen. Um das zu zeigen, bin ich im CodePen. In den weiteren Videos gehe ich dann im Texteditor. Aber hier am Anfang werden wir sehr wenig Code haben. Und darum ist es ganz gut, das hier innen zu zeigen. Als erstes brauche ich ein paar Tags. Ich schreibe einen Section-Tag. Section an sich ist nichts anderes als div technisch. Aber wenn möglich versuche ich Tags zu wählen, die durch ihren Namen darauf hindeuten, was sie für eine Funktion haben im Quelltext. Ich habe nicht gerne einen Haufen verschachtelte div. So können wir es besser unterscheiden. Außen ist Section und Children sind div. Und wie immer sieht man nichts, weil div und weder div noch Section hat irgendeine Ausdehnung und eine Farbe. Ich schreibe jetzt in die div jeweils eine Zahl rein. So. Und man sieht oben rechts wahrscheinlich Captain Sharky. Das ist, weil meine Kinder im Bett sind und noch ein bisschen von Captain Sharky hören, damit ich in Ruhe kann Videos aufnehmen kann. Ich brauche zwei Regeln, eine für Section und eine für all die Div. Und als erstes könnt ihr diesen Div noch eine Hintergrundfarbe geben. So, man sieht, die haben keinen Abstand zwischeneinander. Die werden alle untereinander geschrieben und gerendert und sie dehnen sich über den ganzen Viewport aus. Es gibt einen kleinen weißen Rand, das ist, weil in den Browser-Styles immer ein bisschen Padding auf the Body angewendet wird. Jetzt, das Prinzip von Grid in CSS ist ähnlich wie bei Flex. Es braucht einen sogenannten Parent, das ist hier eine Section, also ein übergeordnetes Element. Und das enthaltet, also enthalten heisst, zwischen dem Anfang von dem Section Tag und dem Ende hat es Elemente, die dort innen enthalten sind. Das sind Children. Parent ist Section, Children sind Div. Und bei Flex macht man das Flex-Layout mit dem Parent und die Children tun sich dann auf diesen Achsen anordnen. Und bei Grid ist es das gleiche Prinzip. Der Parent wird gerastert und die Elemente, die enthalten sind in dem Parent, dann seine Children, die werden dann zu Rasterelementen, die sich in dem Raster innen anordnen. Das heisst, um den Raster herzustellen, schreibt man Display, Grid und that's it. Jetzt ist das Element Section gerastert. Du sagst jetzt vielleicht, ja gut, man sieht ja gar nichts. Tatsache ist, es ist ein Raster, nur hat der Raster einfach eine einzige Spalte und alles wird untereinander in diese Spalte rein versorgt. Das heisst, man sieht keinen Unterschied zu vorher. Was ich aber machen kann, ist, ich kann einen Abstand zwischen den Rasterzellen definieren. Das heisst Grid Gap. Und dann sage ich zum Beispiel 10 Pixel. Und voilà, wir haben Rasterzellen. Der eigentliche Witz vom Raster ist natürlich, dass es mehrere Spalten gibt. Und das schreibt man so: Grid, Template, Columns. Und jetzt sagt man, wie breit dass die Spalten sollen sein sollen. Ich kann zum Beispiel sagen, es ist eine Spalte und die ist 100 Pixel breit. Oder vielleicht sind es zwei Spalten. Weil es 9 sind, kann man 3x3 machen. 3 Spalten. Und vielleicht machen wir da noch etwas grösseren Text. So. Also wir sehen, wir haben einen Raster mit 3 Spalten und der Browser tut automatisch
die gerasterten Elemente in dem Raster anordnen, von links oben nach rechts unten. Also 1, 2, 3 in die erste Zeile, 4, 5, 6 in die zweite Zeile und 7, 8, 9 in die dritte Zeile. Und es gibt einen Abstand zwischen den Rasterzellen, die so entstehen. Und der ist da oben definiert, der heisst 10 Pixel. Der ist 10 Pixel. Und es ist möglich, hier zwei Werte hineinzuschreiben. Das eine ist für den Abstand zwischen den Spalten und das andere ist für den Abstand zwischen den Zielen. Ich weiss nie, welches was ist. Ich muss es immer ausprobieren. Ich schreibe mal 10 und 30. Und jetzt sehen wir, dass der zweite Wert ist für den Abstand zwischen den Spalten. Und das ist es. So machst du einen Raster. Es gibt natürlich noch Haufen anderes, wo man definieren kann. Es muss nicht in jeder Zelle etwas drin sein und das Element kann sich über mehrere Zellen und über mehrere Spalten und mehrere Zeilen erstrecken. Aber zu dem komme ich in den nächsten Videos. Es ist bei CSS Grid ähnlich wie bei CSS Flex. Wichtig ist, dass du die Grundlagen verstehst, die grundlegenden Eigenschaften kennst in Section, die sich bestimmen und wie das der Raster funktioniert. Und wenn du nachher kompliziertere Sachen, komplexere Layouts machen willst, dann kannst du das nachschauen und in dem Fall herausfinden. Aber die eigentlichen Grundlagen, die sind ziemlich simpel. Also wir haben jetzt hier einen Raster hergestellt mit 3 Zielen. Und es braucht nicht einmal alle. Also das mit dem Abstand zwischen den Zielen können wir zum Beispiel weglassen. Wir haben trotzdem einen 3x3 Raster. Und ich tue es jetzt wieder her. Und der mit diesen Spalten ist auch nichts kompliziert. Man schreibt einfach die Breite von diesen Spalten als Wert von der Eigenschaft Grid Template Columns. Und vielleicht noch als letzte Eigenschaft zum zeigen, es gibt analog zu Grid Template Columns eine Eigenschaft, die heisst Grid Template Rows. Das ist die Zielenhöhe. Und auch dort kann man zuerst angeben, wie hoch die oberste soll sein, zum Beispiel 200 Pixel. Das ist die erste Ziele. Und dann die zweite Ziele. Gut, das ist jetzt ein bisschen höher Wert. Sagen wir 50 Pixel. Und dann die zweite Ziele könnte 80 Pixel hoch sein. Und die dritte Ziele könnte 120 Pixel hoch sein. Und manchmal ist es so, dass man nicht weiss, wie viele Elemente das in den Raster rein müssen. Dann kann man hier einfach einen einzigen Wert angeben. Und dann schon Grid Template Rows, Grid Auto Rows schreiben. Und dann tut es einfach so viele Ziele machen, wie es braucht, um all die Elemente zu versorgen. Und alle werden auf die Höhe gesetzt, von dem Wert entspricht. Und wenn man überhaupt nichts angibt bei der Zielenhöhe, dann werden alle Ziele einfach so hoch, dass die Elemente, die dort rein müssen, Platz haben. Oder man könnte sagen, jede Ziele werden so hoch wie das höchste Element, das auf dieser Ziele steht. Und es gibt noch etwas, was vielleicht wichtig ist in dem Moment. Es ist ja so, dass wenn der natürliche Dokumentenfluss, wenn man ein Dokument hat, das im natürlichen Fluss gerendert wird, also weder Flex noch Grid, dann sind Blockelemente wie Div oder P oder Section oder was auch immer, die sind immer so breit, wie der Viewport ist, beziehungsweise wie das enthaltene Element ist, wie ihr Parent ist. Also, wir haben ja vorhin gesehen, dass sich die Div über den ganzen Viewport erstreckt haben. Und bei Grid ist es so, dass die Elemente automatisch so breit werden, wie die Rasterzellen, die sie drin sind. Also sie werden
für das 2 da müsste der Div ja eigentlich nicht breiter sein als da etwa 8 Pixel. Aber der Div wird über die ganze Rasterzelle gestreckt. Also darum auch, wenn ich Zeilenhöhe definiere, wo relativ hoch ist und wo höher ist als jetzt zum Beispiel eben die Zahlen, die da drin stehen, die Div werden so hoch, dass sie sich über die ganze Rasterzelle erstrecken. Auch wenn sie eigentlich niedriger werden und darum wird die ganze Zelle eingefärbt mit der Hintergrundfarbe vom Div. Und da, so Zeug kann man einstellen. Also man kann sagen, das soll zusammenschrumpfen auf die natürliche Größe vom Div oder auf die Größe von seinem Inhalt. Und man kann die Inhalte in diesen Zellen ausrichten. Einmitten, rechts anschlagen, unten anschlagen, oben anschlagen. Sie können sogar die ganze Zelle überlappen, wenn sie grösser sind als die Zellen, die sie drinnen stehen. Aber zu solchen Fällen kommen wir in den nächsten Videos.